Carmen ist ihre Musik. Höchste Anspannung auf dem Eis. Jetzt muss alles sitzen, denn Katharina Witt will olympisches Gold. Das zweite in ihrer Karriere. Am Anfang die Kombination Dreifach-Tolob, Doppel-Tolob. Jetzt. Ihre Sprünge gelingen fehlerfrei und die B-Note ist sowieso grandios. Carmen ist tot. Katharina Witt hat voll auf künstlerischen Eindruck gesetzt. Ein Olympiasieg, der sich auszahlt. Denn wenige Monate später macht sich diese Schönheit auf den Weg nach Karl-Marx-Stadt. Ein Golf GL, reichlich ausgestattet und mit ordentlich Bums unter der Haube. Am Steuer heute, nein, nicht mehr das schönste Gesicht des Sozialismus, sondern Gerrit Krummener. Eissport interessiert ihn eher am Rande, Ostautos dafür umso mehr, auch wenn sie aus dem Westen stammen. Vom Jahr hat mich ein Mann angerufen, der mich schon seit Längerem kennt und hatte gesagt, Mensch, ich habe seit 20 Jahren das Auto von Katharina Witt in der Garage stehen und ich könne damit wahrscheinlich mehr anfangen, ob ich mir den nicht mal anschauen will. Ne? Da bin ich halt hingefahren, weil ich ein bisschen skeptisch war und habe dann wirklich die Papiere alles gesehen und es war das Auto von ihr. Allein das Nummernschild hat es in sich. T stand für den Bezirk Karl-Marx-Stadt und KW, naja, Sie wissen schon. So ein Wunschkennzeichen war exklusiv, genauso wie die Ausstattung. Man konnte so dieses Auto, also die Art, diese Golfs, konnte man über Genex im Genex-Katalog bestellen, sofern man eben das nötige Kleingeld hatte, sprich D-Mark. Und bei dem war eben das Besondere, dass es ein 90 PS Golf ist, na, in der GL-Ausstattung. Mit Servolenkung, Schiebedach, Volursitzen und den gab es so nicht im Katalog. Also es ist schon eine Sonderbestellung gewesen bei VW, wahrscheinlich um ihr da einen Gefallen zu tun damit. Bei den finanziellen Modalitäten, also wer genau das Geld für den Goldgolf gab, gerät man schnell auf dünnes Eis. Klar ist allerdings, für den normalen DDR-Bürger war dieses Modell unerreichbar. Nach Katharina Witt waren ihre Eltern mit dem roten Renner unterwegs. Ich hatte dann durch einen Bild-Zeitungsartikel von 1990 hatte ich Fotos von dem Auto gesehen. Und da stand auch die Adresse drin, wo das Auto damals zugelassen war. Und da bin ich einfach mal langgefahren durch Zufall, weil ich in der Ecke war. Und habe dann mal geklingelt und haben Katharinas Eltern die Tür aufgemacht, waren total freundlich, habe ich vom Auto erzählt und haben sich total gefreut. Und wenn ich mal Zeit habe, soll ich mal rumkommen mit dem Teil und da wollen sie auch mal eine Probefahrt machen. Dabei wird es vorerst bleiben, denn der Golf ist unverkäuflich und hat seine Heimat in Brandis bei Leipzig gefunden. Auf Asphalt macht er für seine 32 Jahre eine gute Figur. Bliebe nur noch eine Frage. Das werde man im Winter feststellen, wie er sich auf Eis fährt. Ne? Doch in der B-Note kann und wird der olympische Golf mit seiner Vorbesitzerin natürlich nicht mithalten.